Herzlich willkommen zum HBL Web TV, heute aus dem aargauischen Effingen zum Thema Open Banking. Ob Sie es glauben oder nicht, die Digitalisierung der Bankenwelt, die treibt auch die Tatgemüter um. Wir reden mit dem Rudi Mäder, er ist Chefredakteur von der unabhängigen Finanznachrichtenplattform ISO 20022.ch und er gilt als kritischer Beobachter der Entwicklung. Herr Mäder, was verstehen Sie unter Open Banking? Ich muss einen kurzen Ausflug machen auf PSD2. PSD2 ist eine Verordnung, also ein Regulativ von der EU, wo festlegt und bestimmt für alle EU-Staaten, Banken in den EU-Staaten, dass Banken müssen Drittparteien den Zugriff geben auf Kundenkonten. Und aus dem heraus ist Open Banking eine logische Folge, weil man sagt, Banken öffnen ihr Banking, es sind keine Silos mehr, Kundendaten werden quasi geteilt und das schafft einfach neue Möglichkeiten für neue Dienstleistungen, für neue Serviceleistungen, für neue Produkttools, für Fintechs, Drittanbieter, Startups, aber auch für Banken. Sie sagen ja auch, dass die Schweiz in Sachen Open Banking Gas geben müsse. Warum? Weil, ich habe es vorhin gesagt, der Treiber von Open Banking ist eigentlich PSD2 mit der EU, wo sämtliche EU-Staaten verpflichtet sind, das umzusetzen. Die Schweiz ist mit drin in Europa, also in der EU. Und wenn wir nicht Gas geben, dann macht die Welt um uns herum. Open Banking bietet neue Dienstleistungen, Services für Kunden, wir nicht. Keine gute Idee. Und wenn wir jetzt im internationalen Vergleich schauen, wie schneidet denn da die Schweiz ab? Das ist insofern schwierig zu sagen, weil wir im Moment wirklich eine beschauliche, abwartende Haltung haben. Weil, wenn wir in der Branche herumfragen und auch offizielle Stellen fragen, dann hört man eigentlich so, wir beobachten, wir schauen einmal. Und das kostet Zeit und die haben wir wahrscheinlich nicht, das ist gefährlich. Wir stehen noch nicht weit, wir stehen noch nicht an einem guten Ort, weil einfach kein gemeinsames Commitment besteht und weil vor allem in der Schweiz niemand von offizieller Seite Themenführerschaft übernimmt für das Thema. Die Hypothekarbank Lenzburg hat vor kurzem selber ein Open Banking Projekt lanciert. Sie haben das auf ihrer Plattform als Meilenstein bezeichnet. Warum? Das ist ein Meilenstein, weil es eigentlich die erste Bank ist in der Schweiz. Und es ist ja nicht die grösste Bank, es ist die erste Bank über die Carbons Lenzburg, die sagt, jawohl, wir machen das. Es ist ein Bekenntnis, es setzt ein Signal. Und es ist quasi wie eine Offizialisierung von Open Banking in der Schweiz. Die erste Bank sagt, ja, wir machen das. Das ist grossartig, das ist ein Meilenstein. Und was bringt denn das am Schluss den Kunden? Der Kunde ist die wichtigste Komponente in diesem Spiel. Also wenn man ganz kurz anschaut, wer wir da haben. Wir haben im Umfeld von Open Banking haben wir Banken, etablierte Finanzinstitute. Wir haben Fintechs und Startups und wir haben in der Mitte den Kunden. Und der Kunde ist das Wichtigste, was bringt sie. Weil das ist immer die Frage, was dem Kunden bringt. Und der Kunde wird profitieren von neuen Services, neuen Tools, neuen Finanzdienstleistungen, die es bis jetzt nicht gegeben hat, von einer ganz anderen Kombination von Leistungen. Und es bringt ihm mehr Komfort und mehr Möglichkeiten. Aber will das der Kunde wirklich? Also wenn man so ein bisschen die Entwicklung anschaut, dann sieht man auch, dass das ganze Fintech oder Bankinnovation, Digitalisierung von Banken selber oder von Ex-Banken, die jetzt eben Fintech-Unternehmen führen, vorantrieben wird. Und Kunden, da gehört man eigentlich weniger eine Nachfrage nach neuen, innovativen, digitalen Finanzdienstleistungen. Nein, weil der Punkt ist, wenn Sie jetzt Leute fragen würden, einfach Konsumenten, möchten Sie gerne Open Banking, würden die Leute zuerst mal sagen, ich glaube nicht, weil sie wissen nicht, was es ist. Wenn Sie den Leuten aber Komfort geben, wenn Sie ihnen das Leben leichter machen, wenn Sie ihnen viel mehr Möglichkeiten geben, dann verändert das das Verhalten. Die Leute werden, Konsumenten werden in einem gewissen Sinn wie verwöhnter. Das heisst, das, was Sie bei der Bank A, B, C und beim Fintech und so überkommen, wollen Sie nachher auch bei Ihrer Bank. Und Kunden haben mehr Komfort, sie haben viel mehr Möglichkeiten. Sie betreiben ja, wie wir schon gesagt haben, die Informationsplattform ISO 20022. Die Abkürzung steht für den Standard im Schweizer Zahlungsverkehr. Wie kommt man auf die Idee, zu so einem Thema eine Plattform zu lancieren? Wir haben vor 4 Jahren die Plattform gegründet und ich dort als Journalist zusammen mit Technikern, die das Ganze drumherum gemacht haben, und zwar, weil ich viel recherchiert habe über ISO 20022, das ist die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs, ein grosses Projekt, ein wichtiges Projekt für die Schweiz. Und dort ist mir aufgefallen, dass wichtige Informationen nie an einem Ort gebündelt sind. Das hat es nicht gegeben, das hat einfach noch niemand gemacht, ergo haben wir es gemacht. Und wie unterscheidet es sich dann von anderen Bankplattformen wie Finews, Inside Paradeplatz oder Cash?
Jede Plattform hat ihre Positionierung und von dort her gibt es schon grosse Unterschiede. Wir sind das Medium, das zum Beispiel nicht versucht, auf die absolute News zu setzen. Wir wollen nicht unbedingt die Erste sein. Wir geben Hintergrund zu den News und sagen, okay, das, was da passiert ist, was hat das für eine Bedeutung? Was heisst das für uns? Wie sind die Vernetzungen? Wer bewegt es auch noch? Und dort sind wir einfach sehr, sehr stark. Und das ist ein Punkt, den wir ausbauen, auch mit dem Namen. Also wir haben im Grunde genommen die falsche Positionierung mit dem falschen Namen. Und das wird in den nächsten Wochen wird sich das ändern, indem wir 3 Ausgaben fahren für verschiedene Zielgruppen und dort dann eigentlich noch viel mehr zulegen, an Hintergrund, an Informationen für die Branche. Jetzt habe ich gerade noch erfahren, dass ihr auch noch an einem Filmprojekt seid. Um was geht es da genau? Das ist ein internationales Filmprojekt. Der Film Arbeitstitel ist «Digitale Transformation», der gemacht wird von einem ganzen Team unter der Regie von Manuel Stagars. Und das ist ein Film, der versucht, das Phänomen «Digitale Transformation», das eigentlich zu vergleichen ist von der Auswirkung wie mit der industriellen Revolution, wo die Welt in den nächsten Jahren extrem wird bewegen, wo Änderungen wird geben in der Arbeitswelt, in der Art, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wo versucht, dort zu erklären, was das genau ist, aber nicht im Sinne von Lehrfilm, sondern wo vor allem will sagen, wir gestalten unsere digitale Zukunft. Und das passiert international, indem wir mit Leuten reden in Amerika, in Asien, also da sind jetzt Teams unterwegs, die den Film am Drehen sind, in Europa. Und das ist ein 90-minütiger Film, der dann für Kino, für Fernsehen gemacht und produziert wird. Und wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen, so in 20, 30 Jahren, wie sieht dann die Finanzzukunft aus? Wird es da überhaupt noch Bankschalter geben? Oder tut man alles über Handy, Smartphone und Desktop-Computer abwickeln? Also wir von der Redaktion und ich selber auch, ich hüte mich immer Prognosen zu geben, was in 20 Jahren wird sein. Ich bin froh, wenn man schon weiss oder ein bisschen kann abschätzen, was in einem Jahr wird passieren. Ein Punkt ist dort auch noch wichtig. Es gibt immer noch analoge Leute und digitale Leute, jetzt vom Verhalten her. Und die Analogen sollte man nie aus dem Auge verlieren. Es ist einfach wichtig, dass Leute, die sagen, ich will mit Digitalisierung nicht viel am Hut, die müssen weiterhin ihre Sachen machen können. Der Grossteil wird digitalisiert. Wenn man einen Blick in die Zukunft werfen muss, dann muss man wieder wie das Überdach nehmen und sagen, digitale Transformation, was ist eigentlich das? Wo geht das hin? Und dort werden jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Finanzbereich, digitale Transformation geht weiter, betrifft alle, aber im Finanzbereich werden Filialen mit absoluter Sicherheit weniger. Auch die Devices, die wir haben, also dass man sagt, PC und Smartphone, wird man relativ bald eigentlich nicht mehr in dieser Form brauchen, weil es einfach über Stimme passiert. Also ich kann in dem Raum sagen, Alexa zum Beispiel, vor allem so, kann sagen, Alexa macht die und die Banküberweisung und es wird ausgeführt. Also ich muss nicht eintöckeln im PC, E-Banking oder im Device, das ich noch in die Hand nehmen muss. Herr Meder, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war es für heute. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.